Hallo und herzlich willkommen zurück bei Kraftopia mit dem Tobi, der sehr schön aussieht. Ja, danke. Und mit dem Bär, der auch sehr schön. Oh Gott, ey. Huch! Hä? Was war das denn? Geht der Bär da drunter oder was? Er hat dich gerade hochgehoben, glaube ich, ne? Das ist mit diesem Bären, das ist ja wirklich... Ein Mysterium. Weird. Ein Myberium. Huch! Jetzt hat das Ding schon wieder hochgehoben. Ich weiß nicht, was er da macht. Auf jeden Fall liegt meine Scheiße noch davor. Der hat einfach zu viel Kraft, der Junge. Ich weiß nicht, was mit ihm ist. Warum greift er dich eigentlich nicht an? Ich bin immer sehr nett zu dem. Achso. So. Ja. Bärenfleisch kurz mal. Ah, nee, Quatsch, das Rehfleisch mal kurz wieder durchwaschen. So. Dann haben wir 69 Fleisch, normale. Warte mal. Jetzt brennt der, obwohl da hinten nichts brennt. Okay. Okay. So, ich will noch ein paar Sachen durchwaschen, wenn das okay ist. Knochen zum Beispiel. Gut, da habe ich nur einen tatsächlich gerade, aber ja, kann nicht schaden. Haben wir noch Sachen zum Durchwaschen? Ich hätte das jetzt zwischen den Folgen theoretisch machen können. Hier, Brot wasche ich nochmal schnell. Brot aus der Waschmaschine ist das beste Brot. Oh ja, das glaube ich. Oh, ich bin so blöd. Wieso tue ich das zurück? Das kommt ja gar nicht hier rein. Was ist hier noch? Fried Egg, Fried Chicken's Egg. Cow's Cream Mushroom Soup. Okay, das ist merkwürdig. Huch. Och, Mo, du hast mich angezündet. Hier liegt immer Stuff rum. Mit den Feuern kannst du halt wirklich so Tierfallen machen, ne? Überall, wo Tiere spawnen, einfach Feuer hinsetzen und dann später wieder abholen. Ja, aber das ist ja normalerweise... Also, eigentlich brennt da ja nichts. Ja, weiß ich nicht, aber wenn das funktioniert... Also, bei dir brennt doch da eigentlich nichts, oder? Also, die Tiere brennen bei mir schon ab und zu mal. Ja, aber ich glaube eher, dass das im Loop irgendwie ist. Habe ich das Gefühl. Hm? So, hier liegt der Scheiße rum. Kann ich Scheiße eigentlich waschen? Einmal mal in die Waschmaschine scheißen? Probier es aus, Erik. Ich bin schon dran. Warte, ganz kurz, habe ich noch Eier? Also sind hier noch Eier drin? Nee, okay. Alles klar. Scheiße und Eier, das ist dein Leben, wa? Das ist einfach meine Welt, Tobi. Ich lebe schön für Scheiße und Eier. Andere essen Bacon und Eier. So. Erik ist Scheiße. Nice. So, gewaschen. Ja. Okay. Aber wenn man die Scheiße wäscht, vielleicht wäscht man die ja so auf eine Grundscheiße runter. Animal Flash. Okay, da habe ich schon wieder Verschiedenes jetzt mitgenommen. Okay, warte mal. Ich finde das System aber noch nicht... Ich finde es ein bisschen sehr umständlich, wenn ich ehrlich bin. Ist es auch, ja. Ist es auch. So, was? Goblin Kevin Bread. Okay. Gut. Dir. So, das da. Und dann nochmal hier Bärenfleisch. So. Das wasche ich mal runter. Und dann mal... Und dann versuche ich mit der Scheiße. Hä, warum brennst du denn jetzt? Warum brenne ich denn jetzt? Alter, so. Es ist echt. Boah, bin ich froh, wenn wir hier weg sind. Also bei dir brennt immer noch alles immer dauernd, ja? Ja, das brennt alles hier. Fackeln alles. Da sind Büsche, Bäume, alles brennt. Deswegen, und weil es bei dir brennt, verbrennen die, glaube ich, die ganze Zeit auch. Ja, das kann sein, aber ich bin ja nicht mal Host. Komisch. Ja, wahrscheinlich einfach noch ein Bug. So. Oh, hey, klar. Bug, natürlich, klar. Mach doch mal einen Bug. Kann hier nicht passieren. Finde ich halt auch nicht gut. So, mal gucken. Und wenn ich Fried Egg jetzt runterwasche, ich wasche mal kurz mein Spiegelei in der Waschmaschine, ja? Ja, mach mal. Mal gucken. Kommt bestimmt was Gutes bei raus. Ja, so. Sicherheit. Die verlieren natürlich die ganzen Werte dann dadurch, glaube ich. Aber naja, an Werten ist uns persönlich noch nie gelegen gewesen. So, Washed Fried Egg, alles klar. Okay. Und diese hier? Restore Satiety, okay. Ja, gut, okay. So, das Fleisch nochmal durch. Achso, warte. Okay, 6. Ich versuche die Scheiße gleich nochmal zu waschen. Das Problem ist, die Menschenscheiße verliert, glaube ich, auch die ganzen Buffs dadurch, ne? Da wäre ich aber sehr traurig. Das wäre, ihr hast recht, wäre eigentlich schade. Ist eigentlich bei vielen Sachen, gerade bei Lebensmitteln auch schade. Und hier Red Herb. Iron Red Herb, Kevin's Red Herb. Was hat denn der Entwickler mit seinem Kevin?
So. Und dann hier nochmal. So, einmal die Kräuter nochmal waschen. Hallo Skelett. Ich pack das Fleisch erstmal hier rein und die Muscheln auch und die gewaschenen Eier kommen da auch rein. So. Kuhmilch und Vinegar. Okay, es sieht schon besser aus. Gut, gut. Was denn? Mein Mikrofon hat gequietscht. Das ist nicht gut. Du hast ein Thiel. Okay, alles klar. Ja, dass die Buffs verloren gehen, ist natürlich ein bisschen schade. Bag of Selectivity Bread Seeds. Du kannst nicht die Scheiße, du kannst nicht die Buffs von der Scheiße nehmen, Erik. Ich lass die Buffs drauf auf der Scheiße, Tobi. Ich lass sie da mal drauf. Für dich. Ich weiß, wie gern du daran naschst. Okay. So. So, aber die Hörner mache ich auf jeden Fall. Washfang, Biersfang, so. Die mache ich wieder und dann mache ich... Oh Gott. Das wird auf jeden Fall... Wir brauchen dafür eine Lösung. Das mit dem Waschen ist echt eine Katastrophe eigentlich. Vielleicht brauchen wir eine Kiste für alles. Also so eine Kiste nur für Hörner für, und da kommen dann verschiedene Hörner rein oder so. Wenn eine Kiste reicht überhaupt. Oh nein, nicht schon wieder. Achtung, Achtung. Machen Abflug. Alles klar. Ja, verbrenn halt, auch gut. Junge, Junge. Alter, willst du mich verarschen, Bär? Komm her. Komm her, Bär. Okay, das ist bei dir. So, jetzt bloß nichts aufsammeln von Bären. Okay. Ja, heute, soll ich mal advancen gerade? Ja, kannst du, wenn du schon alles hast, dann go. Ja, so. Age Evolution. Es wäre natürlich nice, wenn du so eine, wenn du eine Waschmaschine an so eine Kiste anschließen könntest. Mhm. Und du einfach nur noch in eine Kiste was reinpackst und der wäscht das automatisch. So. Wir haben advanced. Hast du bemerkt überhaupt? Habe ich gesehen, ja. Age Evolution, habe ich gesehen. Ah, ja, genau. Und wir. Oh, was ist das denn? Colored Glass. Wir können Glas aus Sand schmelzen jetzt. Und das Iron Ingo können wir jetzt Stahl machen. Das will ich gleich mal ausprobieren. Okay, so. Boah, wir können jetzt Pasta Bolognese machen. Boah, endlich. Das ist ja das, worauf wir gewartet haben. Hamburger. Sandwiches, Pizza und Donuts. Ja. Donuts. Okay, fünf Eisen geben ein Stahl. Das gefällt dem Carsten. Ich würde vorschlagen, wir gehen nochmal kurz in die andere Map, wo wir schon waren, und holen mal die ganzen Eisenminen da weg. Dann machen wir uns Stahlausrüstung. Mit der Stahlausrüstung kann man dann Titanium nämlich holen. Das wäre so der Plan gerade. Wenn du Bock drauf hast, natürlich. Können doch aber auch einfach in die nächste Map schon gehen, oder? Die ist doch auch Level 1. Ja, hast du recht. Hast du natürlich recht. Ist vielleicht schöner für ein bisschen Abwechslung auch. Ja, easy. So. Das kann ich leider nicht machen. Ich kann keine Mushrooms. Achso, weil ich gerade keine Milch habe, aber die Milch ist ja noch hier. Ich mach nochmal schnell ein paar Suppen. So. Kasper. Du alter Suppenkasper. Sub, Tobi. Sub. So. Was machst du da eigentlich gerade? Was machst du da gerade? Du wirst gerade verprügelt und merkst es nicht, weil du gerade wieder heimlich isst, ne? Nein. Sondern? Nein. Sondern? Ich trinke. Achso, ja, okay, gut. Das ist okay. Klar. Mhm. So, okay. Dann haben wir das. 20 Stahl habe ich beisammen. Stahlschwert. Nee, lohnt sich nicht. Stahlbogen. Würde sich lohnen. Ich kann 2 Stahlbögen machen. Aber ich glaube nicht. Nee, wir sollten noch keine Stahlbögen machen. Was wir machen sollten, auf jeden Fall 2-mal Stahlspitzhacke. Die anderen brauchen wir noch nicht.
Hatten wir nicht noch mehr Eisen gehabt? Weiß ich nicht, aber wir haben schon zwei Spitzhacken und mehr brauchen wir eigentlich nicht. Tobi, ich mach dir auch gerade mal eine. Schnapp dir die mal hier von hier. Und dann tausch die mal aus. So. Mehr brauchen wir eigentlich nicht, ne? Nö. So, okay. Da habe ich noch einen Wassereimer. Was soll ich mit dem Wassereimer? Den kann ich... Ich lösche den mal. Brauchen wir gerade nicht. Stattdessen... zwei Hüte. Den Wassereimer, den haue ich auch mal weg. Ich hätte gern noch eine Kiste, wo wir Tierdinger reinmachen. Wo wir gefangene Tiere sammeln in der Kiste. Okay. Die leben in ihren Pokebällen, denen geht's gut. Ja, okay. Habe ich gehört. So, mit Lu... Oh, wir können Webstuhl machen, dann können wir Klamotten damit machen. Und Potion Brewings dann für eigene Potions. Und der Brunnen ist auch endlich da. Ein Seed Extractor. Breed Improvement plant. Alter, das wird ja richtig komplex. Livestock Farm. This will allow you to get milk, egg and other products from your livestock. There are many items you can obtain from keeping livestock. Tobi! Was ist denn Livestock? Ja, Kühe zum Beispiel. Ach so. Und hier, cool. Breeding Facility. You can create a new life by mating two animals. Tobi! Oh hä, das ist wie bei Minecraft, wenn du denen Weizen und so gibst, ne? Ja, nur automatisiert. Krass. Aging Facility. This will allow you to age food materials and mature them as you need. Damit kann man Bioethanol unter anderem machen. Was? Ja. Das dreht ja richtig ab auf einmal. Oh nein, der Bär. Oh, Alter. Ist der nervig. Guck ihn dir halt an, den Lappen. Der kriegt ja gar nichts erschissen. Ups. Stirb! Okay, das Problem ist immer, wenn man den kriegt, hier, Bärtfeder, die Bärtfeder da rein, 10 Bärenkrallen, oder nee, hier, Hörner oder was auch immer. Ich muss dann halt jedes Mal die ganze Scheiße waschen, weil die mir mein Inventar zuklumpen. Das müsste man auf jeden Fall automatisieren. Also Tobi, jetzt wird es, glaube ich, interessant ab jetzt. Ja, das Problem ist, wir können das alles noch gar nicht machen, oder? Ja, ich weiß noch nicht genau, was man dafür alles braucht. Das gucken wir mal. Und was ist das hier nochmal? Achso. Ah, jetzt können wir auch eigene Pokebälle machen. Kostet gar nicht so viel. Cool. Breed Colored Glass und Battery brauchen wir. Eine Batterie brauchen wir dafür. Was? Wir können jetzt eine Skilled Repair Station machen. Bitte was? Oh ja, nice. Und Förderbänder. Oh, geil. Okay. Und, Tobi? Ja? Motorräder. Oh, what? Was ist das hier? Ein Container! To organize and store is the greatest pastime for... Aus drei Truhen und zwei Förderbändern können wir einen Container... Das ist ein automatisierter Container! Willst du mich verarschen? Was? Hm? Hier ist so ein Steel Chest. Store Items, non-inflammable, but vulnerable, Okay, wir haben Container, wo Förderbänder reinführen, so für automatische... Oh Gott. Gott, steh mir bei. Das klingt toll. Scroll mal kurz. Okay, Power... Okay, Tobi. Wir haben die Erntemaschinen. Oh. Excavator. Damit kann man Mineralien aus dem Boden... Oh Gott. Wir brauchen Batterien. A drone base that retrieves wood from nearby. Wir können Drohnen bauen, die uns Holz sammeln. Und wir haben die Generatoren mit dem Laufrad. Aber können wir das auch schon alles bauen oder haben wir die Materialien noch gar nicht, ne? Dafür brauchen wir noch Einzelsachen. Ich weiß noch nicht genau, wo wir bauen. So ein Cogwheel, also so ein Rät. Ach doch, das können wir bauen. Aus Iron Ingot. Ja, okay. Heißluftballons. Was? Aber die können wir noch nicht bauen, ne? Nee. Aber es gibt Heißluftballons, Tobi. Boah. Booster. Speeds up the object when attached to an enemy or building. Alter, Tobi, man kann Booster an Feinde dranbringen. So Turbinen. Okay. Und Ballons können wir bauen.
die Sachen schweben lassen. Und je mehr Ballons wir irgendwo dran bappen, desto höher schweben die. Also fliegen die. Oh Gott. Warum möchte ich das an den Bären ausprobieren? Ja, Mann! Oh, ich habe fast kein Leben mehr. Wo ist denn das alles hin? So, ne? Oh, ich habe auch Hunger, sehe ich gerade, Tatsache. So. Und nochmal so. Okay, wie stellen wir Batterien her? Wie geht das? Doch nicht an der Workbench hier. Was brauchen wir, um Batterien herzustellen? Das ist das Wichtigste, glaube ich. Was ist denn das hier? Drying Rack for Food. Dried Foods recover Stamina and Mana. Okay, ja gut. Drying Rack brauchen wir noch nicht unbedingt. Das ist die Aging Facility. Ich gucke hier nochmal gerade durch. Wie stellt man Batterien her? Potion Brewing. Glider. Okay, lass uns erstmal ganz kurz in die neue Welt gehen und lass uns mal ganz kurz eben unsere Items upgraden, oder? Ja, würde ich auch sagen. So. Oh, ich brenne. Nice. Vielleicht beruhigt sich die Welt dann hier auch mit dem Brennen. Ich komme nicht mehr her, vergiss es. So. Okay. Let's go! Ich bin hier durch. Let's go! Heilige Scheiße, Tobi, das wird... Oh Gott, wir müssen... Das wird... Oh Gott. Wir müssen so viel ausprobieren. Ralf. Tiere automatisch breeden lassen. Die geben auch Milch und Fleisch und alles. Also Fleisch weiß ich noch nicht genau. So, warte, ich muss auf dich warten gerade. Sending Game Data. Hm? Hier oder hier? Ach, das lädt noch, okay. Ja, ist klar. Jetzt müsstest du eigentlich da sein. Nee, sehe ich nicht. Jetzt bin ich hier. Guten Tag. Prima. Kurz mal die Karte angucken. Okay. Haben wir ein Schaf auf dem Portal? Hm? Wir haben gerade ein Schaf auf dem Portal gehabt. Oh, okay. Lel. Okay, sehr schön hier. Ich sammle... Oh! Hä, Tobi, guck mal! Erik, bitte. Erik, bitte. Erik, bitte. Tobi? Ja, also Schafe, Schweine, Kühe, das müssen wir alles holen, ne? Sieht schon aber nicht mehr so inselig aus hier, ne? So ein bisschen ist das schon. So. Oh, Alter, die Spitzhacke macht aber serious Business hier. Ich muss mal, hab ich die schon gequickt charged. Also eigentlich brauchen wir nur Eisen, um daraus Stahl zu machen. Wobei, wir brauchen nicht mal mehr Stahl. Wir müssen jetzt eigentlich diese komischen Lieder-Dinger. Tobi? Ja, was? Hä, hey, was ist das? Hä? Was zum Fick? Achso. Was? Was? Ich wollte nur mal gucken, ob es geht. Hey, Leute von einem neuen Planeten. Schade. Guck mal. Das hätte ja klappen können. So, wir sind neu hier, hallo. Hä, wie cool ist das denn? Okay, ich will auch wie nice. So ein Haus haben. Hm? Ich will auch so ein Haus haben. Ja, gut, ich meine, die Möglichkeit besteht, Tobi. Hey, aber guck mal, wie schön hier mit dem Wasser. Voll und geil. Der schöne Pier hier, der voll sinnlos ist, weil das nur ein kleiner Teich ist. Da kannst du auch nicht rausschwimmen. Voll sinnlos. Aber einfach. Wie cool. Die Sachen, die kann man nicht benutzen. Hier ist ein Trader übrigens wieder. We're gonna try and get a big game today as well. Alter, dann reden die hier. Watering the flowers is tough work. Hä? Das ist schon geil gemacht. Hätte ich jetzt überhaupt nicht erwartet. Überhaupt nicht. Ich dachte, alle Inseln sind wie die erste, die wir gefunden haben. Alles halt so generisch und so, weißt du? Aha. Alter, Erik. Was denn? Komm mal bitte. Warte. Guck mal da geradeaus. Was ist das? Ja, da hinten, guck mal, das sind Mühlen und so ein riesiger Turm und sowas. Ach, da, oh, okay, lass mal hingehen. Voll geil. Das ist ja voll die Stadt. Oh, voll geil.
bin ich jetzt ein bisschen überrascht. Mich würde es halt nicht wundern, wenn hier auch noch so RPG-Elemente dazukommen oder so, ne? Dass du hier so Quests machen musst und sowas. Ja, kommt bestimmt gleich noch, pass auf. So, guck mal, da hinten die ganzen Felder und so. Ich kann mir das für uns auch gut vorstellen. Hm. Boah, Alter, das Haus. Kann man sowas auch selber bauen? Aber wie lange dauert das dann? Ich würde gerne den First-Person-Wechsel manchmal. Ja, das stimmt. Also gerade hier, wo man durch die Häuser flitzt und hat dann immer den Dachbalken im Gesicht. Das ist halt genau das, was ich bei Minecraft immer bauen will. Ja, leider sieht es nicht so aus. Sieht einfach aus wie so ein hingeklumpter Stück Scheiße einfach. Ja, und bei mir auch mal so generisch einfach. Ich fange mal an mit dem Kasten, mal gucken, was dabei rauskommt. Hä, wie schön hier auch mit der Balkontür, die nicht aufgeht, aber egal. Hä, wo ist er hin? Erik? Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web anytime. Alles klar. Okay, warte. Ich muss mal kurz was probieren. Okay. Ich wollte es nur wissen. Wie bei Star Wars damals, dieses Ding immer. Ja, genau. Schön alles abbauen, mitnehmen. Irgendeine Kiste packen und nie aufbauen. Genau unser Ding. Genau so. Das Fleischzimmer. Oh, wie cool. Und hier ist der Brunnen auch direkt nebenbei. Also kann man theoretisch hier. Und dann hier oben mit den Mühlen. Und die Mühlen machen bestimmt, die kann man doch bestimmt auch selber bauen. Dann machen die schön Mehl automatisch und so. Ja, ich meine, wir könnten ja hier bestimmt auch hinbauen, oder? Tobi? Ja. Erstens, da oben ist ein blauer Turm, den brauchen wir. Da hinten oben. Und zweitens, guck mal. Ja. Hey, was ist das denn? Das ist, glaube ich, nur eine Brücke, ne? So eine große. Ja, ist nur eine Brücke. So eine wie eine andere Map. Aber, was ich gerade gesehen habe. Ja, Titanium. I am Titanium. Okay, not enough space to carry this. Ich werde irgendwas wegschmeißen müssen. Und zwar, oh nein, Stroh. Ärgerlich. Muss ich wirklich Stroh wegschmeißen? Mitnehmen. Soll ich jetzt mitnehmen? Nee, ich bin zu gierig dafür, Tobi. Ich kann nicht. Okay, alles klar. Da mache ich kein Geheimnis draus. Und da hinten habe ich auch noch was gesehen. Da muss ich auch noch hin. Und da sind Stiere, glaube ich. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Die stieren uns wieder an. Wir nehmen sich wie die Stiere. Oh, das sind Büffels oder so. Ich hoffe, die sind lieb. Die tun einem nichts. Die tun einem bestimmt nichts, wenn man denen nichts tut, ne? Ich hoff's. Das sind Wildschweine. Die sind aber aggressiv, oder? Ja, ich glaube ja. Wobei bis hierhin geht. So, Gold kann man leider noch nicht mitnehmen. So, blaue Blumen haben wir auch noch nicht gehabt. Nehme ich auch noch mal mit. So, das geht. Gold geht noch nicht, ne? Ne. Silber brauchen wir nicht, oder was? Nö. Nur noch diese komischen lilanen Blöcke oder rosa Blöcke. Das Titanium, das brauchen wir. Okay. Ja. Silber. Tobi, bitte. Es tut mir leid, dass ich dich damit belästigt habe. Ja, Tobias. Guck dir mal da drüben die Welt, das ist voll geil. Oh, warte mal. Oh, das ist nochmal Titanium. Oh, das ist normal. Den Wolf tötest gerade. Okay, der wehrt sich nicht, macht keinen Spaß. Wie du den Wolf schändest, ist so malerisch, Erik. So, bist du Titanium? Ja. So. Das ist nämlich unsere nächste Stufe. Du bist kein Titanium, ne? Oh, doch. Okay. So. Okay, mit Stahl, ganz ehrlich, mit Stahl gehen wir uns nicht so lange ab. Das ist, naja, es ist halt gerade ein Muss. Man wird halt ein bisschen gezwungen, nicht wahr? So, hier auf dieser sehr wunderschönen Blumenwiese hier. Stirb halt. Bist du immer noch am Lone Wolf?
Ja, ja, der ist gerade gerespawnt. Was läuft nach vorne? Okay, das bin ich. Das sind wieder Werwölfe beim Turm. Okay. Hä? Irgendwas in der Ferne hat gerade 1890 Damage gemacht. Da hinten, unten. Siehst du das kleine rote Licht da hinten? So ganz, so in diese Richtung. Hinter, nee. Hinter dem Bergding ist so ein kleines rotes Licht und irgendwas hat er gerade 1890, ich weiß nicht, Damage oder Heal gemacht. Huh. Vorsicht, das sind Werwölfe. Wollen wir wissen, was da so viel Damage gemacht hat? Da sind, ich glaube, das ist ein Goblin-Dorf, ich bin mir nicht sicher. Ich würde auf jeden Fall erstmal gerne, oh, Vorsicht, hinter uns. Vorsicht, Vorsicht. Oh, guten. Hallo, Arsch. So. Wieso? Ich hab seine Eier geerntet, Tobi. Hm. Der wird sie nicht mehr fortpflanzen. Oh, da ist ein Goblin-Dorf direkt an dem Ding. Ja, alles klar. Wollen wir? Ja, ich hau mal den Werwolf. Alter, es schneit! I'm freezing! Cold Resistance! Tobi, ich kann hier nicht leben, ich erfriere hier oben. Huch! Oh lol. Mensch, Erich, meine Nibbel! Ich hoffe, wenn wir mal Rüstung haben. So, Werewolf, New Moon Werewolves. Okay. Oh, ist das Titanium? Ist das ein unendliche Titanium-Dings hier? Was? Ich probiere es mal aus. Ja, es sieht so aus. Nein, Copper. Ich bin kontaminiert. Kopperminiert? So. Oh Gott. Vorsicht, da oben sind Werwölfe und oh Gott, wir müssen hier runter. Es fängt hier an zu schneien und wir frieren wahrscheinlich gleich. Das ist aber cool, dass es das gibt. Voll geil. Also. Da oben zu der Höhle mal hin? Und wir können einen Webstuhl. Wo sollen wir hin? Da unten zu der Höhle. Okay. Wir können ja auch einen Webstuhl machen. Ich habe keine Ausdauer mehr. Und mit dem können wir uns dann neue Klamotten machen. Okay, das ist aber nicht gut, Tobi. Da ist noch so ein komischer Goblin-Dingens. Fly me to the moon. Oh, ja, keine Ausdauer mehr. Hilfe. So. Was war das gerade? Jetzt schmeißt er seine Bomben hier wieder runter, Alter. Du bist doch aber auch ein Hässlohn, ey. So. Ich sammle mal kurz die Sachen von den Goblins hier ein. Ja, ich hau die nochmal weg. Hier, Cooking Oil und sowas. Das brauchst du beim Optiker. Cooking Oil. Wow. Ja. Wow. Der kam auch von ganz tief unten, Tobi. Es tut mir leid. Ja, ich merke das schon. Den habe ich so einen alten Popel hochgezogen. Der stinkt auch noch ein bisschen, muss ich sagen. Alter, was ist denn? Der Witz war auch nicht gut. Was ist das denn? Da, 1050. Ach, das ist der Healer-Schamane. Der Schaman. Oh Gott. Der heilt nichts mehr. Jetzt reicht's. Nicht, dass wir wieder Spells casten. Ja, Spellcasten. Hab ich ganz vergessen, den guten Spellcasten. Der Spellcasten, das war der beste. So, tschüss. Oh. Du? Was ist das hier? Was denn? Oh. Kristalle. Hast du Platz dafür? Oh nein, Vorsicht, Tobi, Vorsicht. Ja? Die Bedrohung von oben. Oh nein. Oh, verdammt. Wie die da runtergeflattert kommen. Wieso treffe ich den denn nicht? Bleib mal hier, ich hielt dich mal ganz kurz, wenn der da stehen bleibt. Ja, der bleibt stehen, okay. Dankeschön. Geil. Ich mach mal kurz Platz für die Dinger hier. Ja, sehr gut. Oh, da ist ja noch so ein. Ein Copper-Ingot, bitte. Kannst du aus Mitleid mitnehmen, so ein paar Meter. Ich möchte weinen. Ach, ja. Au. Lächerlich. Oh, hier ist noch eine Truhe.
So, Waffen, Federn, irgendein Schild, Silberschild. Oh, hallo. Wie komme ich denn da hoch? Hier ist so eine blaue Truhe oben. Ich habe eine Miso-Suppe gefunden. Hier sind noch zwei Kristalle, ne? Also hier sind noch generell ein paar Kristalle. Ja, ich habe die ganze Zeit diese hässliche Kackfresse, die mir die ganze Zeit hier fliegt, der Bart. Ah, okay. Kann so nervig sein, Alter. So, Iron Ore, was soll ich denn ablegen? Knochen brauche ich noch. Shit. Diese komischen Shells brauchen wir, glaube ich, nicht, ne? Ich hoffe. Nibbling Shell, ansonsten holen wir neue. So. Oh, warum steh mal weg? Was soll das? Ich möchte doch nur diesen Kristall. Kristall? Kristall. So. Sparkling. So, okay. Kristall ist abgebaut. Oh, Lippen-Sparkling. Sag mal, der ist immer noch da, Tobi. Was machst du denn hier? Warum hat denn der ist die ganze Zeit respawnt, glaube ich. Oh, Alter, ich hab mit, mit einer Spitzhacke gerade hier runtergehauen. Ich hab's gesehen, das sah richtig gut aus. Direkt gestorben, finde ich gut. So, ansonsten brauchen wir hier nichts, ne? Wir haben die ausgeräubert, jetzt brauchen wir nichts mehr. Nö, wir können gehen. Boah, tschüss. Jetzt langweilig. Wir sind bei 30 Minuten übrigens. Das ging schnell diesmal. Ja. So. Noch ein bisschen, noch ein bisschen, ein bisschen Dingens noch. Bisschen hier Titan. Oh, schön mit den Wiesen hier, ne? Eigentlich. Ist schon cool, dass es doch so abwechslungsreich ist. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich dachte, das wäre jetzt so auch wieder so Inselgebiet und so, aber wir haben auch erst zwei Karten gesehen, ne? Ja, also. Ey, da vorne ist ein Dungeon und ein Bär. Das ist irgendwie immer, das ist Standard, glaube ich, ne? Ja, ich glaube, Bären lieben Dungeons. Ja, komm, dann hauen wir den mal weg, gehen wir nächste Folge da rein. Sag mal, Tobi, komm mal kurz. Wir brauchen den nicht weghauen, der ist eben. Siehst du, was ich sehe? Hat er eine Königsmütze auf? Prinz Mono! Alter, den hole ich mir. Hier ist ein Elefant! Oh mein Gott! Ich brauche Prinz. Warte, ich hole mal kurz Prinz Mono. Hallo! Oh, Alter, oh nein, Tobi! No Claw. Oh Gott, was? Tobi, oh Hilfe! Oh nein! Alter, ich habe einen Super Mario Mono! Der wurde direkt zu Bossgegner. Alter, was? Was? Wow! Okay, mit nah rangehen ist, glaube ich, nichts. Von wegen, es gibt nur einen Bossgegner. Okay, in sein Auge. In sein Auge, da ist er am empfindlichsten. Boah, Alter. Boah. Junge, wie gut! Dieser scheiß Drecksbär, ne? Okay, sein Auge, da ist er empfindlich. Oh, fuck. Nein. Lass mich gehen. Warte. Oh, Mann. Mich heilen, bitte. Immer in sein Auge, immer in sein Auge rein. Wie gut ist das gemacht? Das ist schon geil, ja, das stimmt. Okay, wir haben fast runter. Shit, immer wenn ich schießen will, dann schickt er seine komische Brut. Oder wird sauer. Oh, auf die Glatze. Nee, die Glatze bringt irgendwie nichts. Immer, das Auge bringt aber am meisten. Oh, Alter. Ja, der ist fast down. Alter, ich liebe dieses Spiel. Ich liebe das einfach so sehr. Oh, oh. Hat mir gerade Wooden Arrows geklaut. Yo! Sauber! Was ist denn das? Mid-Grade Refining Stone.
Kannst du mitnehmen? Nee, ich habe leider keinen Platz mehr. Kannst du den mitnehmen? Ich kann den mitnehmen, ja. Okay. Warte. Was schmeiß ich denn weg? Ich habe doch hier noch... Was denn? Kopperohr. Was? Erik rangeguckt. Das ist schon süß. Ach Gott. Ich habe noch ein Iron One-Handed Sword. Ich lösche das ein. Ich habe es aber gelöscht. Wow. So. Naja. Wie sieht's aus mit den Elefanten da hinten? Okay, nächste Folge. Nächste Folge. Einfach so lit. Boah, das Game ist so gut, ne? Guck's dir an. Hä, wie nice, Tobi. Wie nice. Die reiten Elefanten. Türö. Warte. Ja. Ja, Tobi. Oh, warte. Ich klebe an seinem Arsch, Tobi. Oh, nice. Das sieht ganz falsch aus, was da gerade passiert. Warte, ich probiere mal. Na, Erik. So, bitte nichts droppen jetzt. Bitte nichts droppen. So. Voll geil. Boah. Ja, ich würde sagen, nächste Folge packen wir mal einen Pokéball, ne? Ja, locker. Oder die ganze Herde, mir egal. Wir brauchen ja ein paar Tiere noch. Aber die alle, ob wir das kriegen, weiß ich nicht, ey. Ja, wir gucken mal. Tobi, nächste Folge wissen wir mehr aus in der 4. Schön. Das sind 4 Generatoren. Nice. Dann wieder fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.